Herzlich willkommen zu den Sonntagsgedanken. Am Sonntag Sexagesime, heute wieder aus der denkmalgeschützten Pauluskirche aus Dahlem. Die weihnachtliche Festzeit ist nun beendet, die Kirchen wurden entweihnachtlicht und wir wollen uns jetzt einstimmen lassen auf diese Gedanken mit den Klängen des Klaviers und Albina Rachmani. Nein, keine Angst, Sie sind nicht in einer Online-Lehrstunde, um Ihr und Euer Englisch aufzubessern, sondern immer noch in unseren Sonntagsgedanken. Aber ich starte in Englisch, weil die kleine Geschichte, die ich erzählen möchte, in Amerika spielt. What is the greatest nation in the world? It starts with a D. Übersetzt heißt das, was ist die größte Nation der Erde? Es fängt mit einem D an. What is the greatest nation in the world, sir? So stand ein Bettler in San Francisco vor mir und einem Freund, mit dem ich vor einigen Jahren einmal die Westküste der USA bereiste. What is the greatest nation in the world? Was ist die größte Nation der Welt? Es fängt mit einem D an. Und wir überlegten und dachten, Deutschland? No, wrong answer. Nein, falsche Antwort. Und der Bettler klärte uns auf, indem er die Hand ausstreckte und sagte, the greatest nation in the world is a donation. Die größte Nation der Welt ist eine Donation, eine Gabe, eine Spende, ein Geschenk. Das fanden wir originell. Da haben wir ihm ein paar Dollars gegeben. Was ist die größte Donation, das größte Geschenk, die größte Gabe Gottes an uns, möchte ich heute einmal fragen. Luther würde das wahrscheinlich so schön mit seiner eindrücklichen 62. These beantworten. Der größte Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Empfinden wir das Evangelium, das Wort Gottes, als den größten Schatz, den wir haben, über den wir uns freuen, so wie der Bettler in San Francisco sich über unsere Gabe gefreut hat?
Passend dazu vielleicht der Spruch für den Monat Februar. Dort heißt es bei Lukas 10, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Freut euch aber. Spannende Frage. Wie ist es eigentlich mit unserer Freude bestellt? Und dabei geht es ja sicherlich nicht um verordnete Freude, wie sie sonst zu dieser Zeit beim Karneval der Fall ist, bei dem aufgesetzte Pappnasen und Hüte diese verordnete Freude symbolisieren. Von Freude ist hier die Rede. Wichtig, besonders wichtig, vielleicht gerade auch in diesen Zeiten, die oft so freudlos sind, weil Gemeinschaft fehlt, das Miteinander, die vielen Feiern und Feste. Von Freude ist die Rede. Von Freude und sicherlich auch Spaß, wo doch seit längerer Zeit immer wieder auch das Ende der sogenannten Spaßgesellschaft proklamiert wird. Und ich denke da an das sehr eindrückliche Buch Schluss mit Lustig von Peter Hane. Die Ereignisse der beiden letzten Jahrzehnte ließen unsere kleine Wohlfühlwelt etwas ernster werden, weniger Grund zur Freude. Und die Verweigerung der Wirklichkeit, die durch unsere Spaßgesellschaft viel zu oft auf die Spitze getrieben wurde, hat durch die Ereignisse der beiden letzten Jahrzehnte ein Ende gefunden. Terror, Naturkatastrophen und politisches Fehlverhalten konnten mit ihrem Ausmaß live und in allen Einzelheiten erlebt werden. Und wie banal wirken seitdem doch die vermeintlich existenziellen Themen zuvor. Und die Themen, über die geredet wurde, sind viel existenziellerer Natur geworden. Und ich finde das sehr spürbar in der Kinder- und Jugendarbeit und Konfirmandenarbeit, wo seit einigen Jahren nun ganz existenzielle Werte im Vordergrund stehen. Und es nicht nur in erster Linie um Spaß oder Party oder Shoppen geht. Familie, Freundschaft, Gesundheit, Frieden, gesicherte Lebensgrundlagen. Ist das aber nun dauerhaft das Ende des Easygoings, der heiteren Beliebigkeit? Wir spüren eben, neben Dschungelcamp und DSDS gibt es eben doch eine Realität, die nicht einmal durch die spaßige Fernsehvirtualität ersetzt werden kann. Wo bleibt aber bei all dem noch der Raum zur Freude, wenn nicht einmal dieser, ja durchaus auch berechtigte, oberflächliche Spaß mehr tragen kann? Menschen sind im wahrsten Sinne des Wortes verunsichert und suchen nach einer Versicherung. Aber welche Werte sind es, die versichern? Was gibt Halt, wenn selbst der Grund des Glaubens unter unseren Füßen wegbricht? Was mag wirklichen Grund zur Freude bieten, gerade in diesen Corona-Zeiten? Natürlich geht es bei unserem Glauben um eine andere Art von Freude, nicht um das Just for Fun. Freut euch aber. Wie ist das eigentlich mit dieser anderen und tiefsinnigeren Freude in unserer Kirche, die tragen kann und ja, die noch ansteckend ist, die nicht nur an Hochfesten gelebt und gepredigt wird, sondern auch Freude im ganz normalen Alltag? Freut euch aber. Das finde ich ganz schön anspruchsvoll, solche dauerhafte Freude, die mehr sein will als vordergründiges Keep Smiling. Und dieser Anspruch wird von Nichtchristen ja sogar an uns Christinnen und Christen gestellt. Denken wir nur an das vielfach zitierte und Friedrich Nietzsche zugeschriebene Wort: Wenn sie nur etwas erlöster aussehen würden, diese Christen, dann könnte man ihnen etwas leichter glauben. Und manchmal muss ich ihm tatsächlich recht geben, dem Herrn Nietzsche. So viel Freude strahlen die Gesichter in unseren Kirchen nicht immer aus. Und oft ist nur wenig an gelöster und tiefer Freude zu spüren, vom Fest des Glaubens und vom Fest des Lebens, das wir da feiern, von der Freude über das Geschenk des Evangeliums. Wir sollen, ja wir müssen uns sogar freuen, wenn das Christliche nicht nur eine leere Hülle sein will. Aber warum denn eigentlich? Nicht erst mit den Großkatastrophen der letzten Jahrzehnte stellt sich die Frage nach diesem Grund zur Freude angesichts vieler leidvoller Erfahrungen ja immer wieder, besonders auch noch einmal in dieser Zeit. Freut euch aber. Was aber, wenn nicht nur die Freude abbricht, sondern sich sogar Sprachlosigkeit breit macht? Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.
Als Jesus dieses Wort zu den Jüngern spricht, nachdem sie freudestrahlend zurückkommen und von ihren Erfolgen berichten, wird ihnen klargemacht, dass es nicht um vordergründigen Erfolg oder um eigene Leistung geht, sondern dass der Grund für wirkliche Freude in der Gewissheit begründet liegt, dass sie Gott wichtig sind. Wichtig nicht, weil sie so fleißige und tüchtige und erfolgreiche Nachfolger, sondern weil sie Gottes Kinder sind und zu ihm gehören. Es sind nicht die Erfolgreichen, die bevorzugten, deren Namen genannt und für alle Zeiten festgehalten werden. Ohne dass wir den Namen dieser 72 Jünger erfahren, wird ihnen zugesprochen, dass Gott sie kennt, ihren Namen, ihre Persönlichkeit, jeder und jeder Einzelne unauslöschlich bei ihm eingeschrieben ist. Jeder Mensch, so dürfen wir uns alle einschließen, ist Gott gegenwärtig. Bei Gott steht der Name eines jeden Menschen, auch dann, wenn sie keinen Gebrauch davon machen. Jesus erinnert uns an die Zuverlässigkeit Gottes. Das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft, Grund zur Freude. Und es ist unser Auftrag in unseren Kirchen, gerade auch Menschen, die sich von der Gemeinschaft, von ihr abgewandt haben, immer wieder an diese Botschaft zu erinnern. Sicherlich nicht mit dem erhobenen Zeigefinger im Sinne von Cyprians, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil, sondern immer als Einladung, als freundliche Ermahnung, diese Zusage auch in sichtbarer Gemeinschaft zu leben und zu erfahren. Es ist die Zusage, dass unser Name bei Gott eingeschrieben ist und uns, egal was geschieht, nichts Schlimmeres passieren kann, als dass wir in die Hände dieses Gottes fallen. Dieses Vertrauen und diesen tiefen Grund zur Freude wünsche ich uns allen in unseren Gemeinden, denen auf und unterhalb der Kanzeln, auch wenn manchmal die Worte fehlen und uns das Lachen vergangen ist. Die Spannung des Glaubens, unseres Glaubens bleibt, aber mit ihr die Hoffnung und das Vertrauen. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ist dieses Wort, ist diese Zusage nicht eine ganz besondere Donation, ein besonderes Geschenk und schon genug Grund zur Freude? What is the greatest nation of the world? It's God's donation. Amen. Amen. Freuen wir uns jetzt erst einmal über den Musikbeitrag von Alexander Rengers und Elias Kölker. Freude. Nicht um die große himmlische, sondern um die kleine irdische Freude, die mein Herz beschwingt, mich froh und heiter macht, mich lachen und singen lässt.
gibt mir menschliche Freude, die mir ein Lächeln schenkt. Für mich selbst, wenn ich mich so bitter ernst nehme. Ein gutes Lächeln für die anderen, die mir gut und auch für die, die mir nicht so gut sind. Gib mir eine Freude, die Ärger und Zorn besiegt. Um Freude bitte ich dich, mein Gott, die um sich greift, die die Schwermut und Einsamkeit dieser Corona-Zeit durchdringt und den Stumpfsinn verjagt, die die Traurigkeit erhält und die Starrheit löst. Gib mir eine strahlende Freude. Mein Gott, du hast allen Menschen große Freude zugesagt. Gib mir die Freude darüber, dass mein Name bei dir eingeschrieben ist, dass mir Menschen an der Seite stehen, dass ich anderen Menschen zur Seite stehen darf, dass du Mensch unter uns Menschen geworden bist und bei uns bist. In Jesu Namen. Amen. Gott beschenke dich, Schwester und Bruder, mit wahrer und echter Freude. Er sei bei dir auf deinem Weg und geleite dich. Er sei unter dir, dich aufzufangen, wenn du fällst. Er sei hinter dir, dich zu schützen vor bösen Menschen. Er sei in dir, dich zu heilen und zu trösten, wenn du traurig, einsam und verletzt bist. Und Gott sei über dir, um dich und die Menschen, die du liebst, zu bewahren. So segne dich, der liebende und treue Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist.